Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wird Griefer Games einen Hard Reset bekommen? Wir zählen zum ersten Mal die höchstwahrscheinlichen Gründe auf, warum es sein könnte, dass Griefer Games einen Hard Reset bekommt. Und dann zählen wir die Gründe auf, warum es nicht so ist. Und dann werde ich noch ein bisschen was von meiner Meinung dazu geben, Leute. Was ich denn so persönlich denke. Wir fangen jetzt erstmal mit den positiven mit den Punkten an für ein Hard Reset oder warum es ein Hard Reset geben sollte, sagen wir es mal besser so. Es sollte nach vielen Spielern habe ich mal ein paar Spieler gefragt und die sagen, manche sagen jetzt auch schon der etwas älteren Spieler hier oder die schon lange dabei sind wie ich, es sollte einen Hard Reset geben, weil es ist einfach so, es wurde alles dupliziert, es ist nichts mehr was wert, Leute, und wir gehen kaum noch in eine Farmwelt. Also jetzt seid mal im Ernst, wann wart ihr das letzte Mal in der Farmwelt, Leute? Ihr kauft euch doch Safecoil alles. Ich persönlich gehe noch öfters in eine Farmwelt, weil ich jetzt halt meinen neuen Job betreibe. Und ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Celibate 1, Werbung, is on point. Auf jeden Fall, Leute. Es ist halt nichts mehr was wert. Man hat nichts mehr zu tun, außer jetzt wirklich zu bauen, große Projekte zu realisieren, Leute. Wie bei der Dream Army, die haben ja dieses 100er Merch bekommen mit Märchenwald. Sind da auch schon recht weit. Wenn ihr wollt, dass ich mal dazu ein Video mache, lasst gerne mal ein Like da. Und jetzt kommen wir einfach mal auf das Thema zurück. Ich schweife ja schon wieder komplett ab. Auf jeden Fall, Leute. Ich bin für ein Hard Reset. Und die Gründe dafür sind ganz einfach. Man hat nichts mehr zu tun. Man ist einfach ausgenockt. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Wenn jetzt ein Hard Reset kommen, Leute, würde, dann wäre es auch so, dass jeder wieder in eine Farm gehen würde, dass wieder Beacons Mangelware wären, dass es keine Dracheneier, keine Spawner gäbe, womit man was automatisieren könnte. Man müsste sich alles wieder selber farmen, wie es wirklich schon früher auf Griefer Games war, Leute. Das finde ich persönlich auch einfach besser. So ist natürlich das Feeling wieder mehr da, dass du einfach sagst, yo, wir gehen heute mal zusammen in eine Farm und farmen. Und dann kriegst du halt auch wieder Geld dadurch, viel mehr. Geld ist ja im Moment auch Mangelware, weil jeder was für sich behält oder jeder gibt es für ein 16er Merch aus. Geld war früher nicht so oft da, Leute. Geld, früher haben wir mehr getauscht, als überhaupt mit Geld zu bezahlen. Das kam erst später, wo der Server größer wurde, haben sich halt die Leute was einfallen lassen, weil sie gesagt haben, jo, wir holen jetzt mal mit zweit Accounts hier ran und dann ja, geht's los, Leute. Und ja, Leute, das davon ist auch schon wieder ein heftiges Plot, man kennt ihn. Die Gründe, warum es keinen Hard Reset geben sollte, ich hätte mich diesem Plot nicht nähern sollen. Tut mir leid für die Lags. Es ist ein 4er Merch nur. Ne, 5er. Ja, 5. Wer macht sich ein 5er Merch? Ne, 4er. Das können wir uns ja mal in der Zeit angucken. Auf jeden Fall, Leute, die Gründe, warum es keinen Hard Reset geben sollte. Weil Griefer Games dadurch wieder sehr viele Spieler verlieren würde. Wie ich jetzt mal denke, wird es wie bei seinem letzten Zauber machen, dass er einfach jedem OP gibt, wir einfach komplette Scheiße machen können, dass dieser Server dann geschlossen wird, so dass sich jeder wieder auf dem neuen Server einen Rang kaufen muss, wodurch Abke wieder ordentlich Geld bekommt, Leute. Und es werden halt wieder viele Spieler ihre Items verlieren und wieder die Lust an Minecraft, weil guckt euch doch mal die Griefer Games Bevölkerung an. Wie viele Leute sind denn hier schon bitteschön auf Booster angewiesen? Ja, die meisten sind ja jetzt schon auf Booster angewiesen, das gab es einfach früher nicht. Oder bis vor ein paar Monaten. Da musste man alles immer noch mit der Hand farmen. Und seitdem gehen die Preise für Quarz eigentlich in den Keller, Leute. Und das finde ich auch wiederum nicht so gut. Aber das sind jetzt halt so diese Hauptgründe, warum das nicht passieren sollte. Einfach, weil dann wieder viele Spieler weggehen würde. Und weil halt natürlich dann wieder ein neuer Server eröffnet werden würde. Weil Abke halt geldgeil ist. Das ist einfach meine Meinung, Leute. Abke ist geldgeil, in meinen Augen. Ist so. Tut mir leid, falls ich jetzt öfters mal die Punkte etwas mehr aufzähle. Auf jeden Fall, Leute. Ich persönlich bin mittlerweile für ein Hard Reset. Aber ich denke mal, ein Großteil der Griefer Games Community ist dagegen. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt auch passieren wird. Weil es gab ja in letzter Zeit ja auch keinen Duplizierer, der jetzt wirklich was gemacht hat. Und ein Duplizierungsbug, der richtig heftig war. Wie früher, da war eigentlich so gut wie nichts gefixt. Aber wenn jetzt Abke nochmal neu aufmachen würde, Leute, dann wäre es halt wirklich so, dass er die Plugins hätte und dass wirklich kaum noch Duplizierungsmöglichkeiten da wären. Es gibt immer Duplizierungsmöglichkeiten, Leute. Man muss halt bloß finden. Das ist immer das Ding.
Ja, das war jetzt meine persönliche Meinung zum Abschluss nochmal. Ich bin für ein Hard Reset. Die Punkte wisst ihr jetzt, habe ich im Video erläutert. Tut mir leid, falls ich jetzt hier ein bisschen ausschweifend wurde und falls ich manche Punkte etwas öfters gesagt habe. Ich bin etwas verwirrt heute, Leute. Aber wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, könnt ihr mich gerne mal abonnieren und ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.